Mal schauen, was passiert. Wer ist denn da? Hallo, Puko. Meister Maurigato, ich glaube, Custodio erwartet euch. Das mag sein. Zu Recht erwartet er uns. Hallo, Custodio. Ah, Meister Maurigato. Gut, dass ihr kommt. Seid ihr bereit für die Ratssitzung? Die Ratssitzung? Nur weil Corrientes nicht da ist, werden wir die Sitzung nicht verschieben. Es gilt, über das Angebot abzustimmen, das uns Mara zukommen ließ. Na, hervorragend. Gut, dass wir nicht speichern können. Was ist mit Corrientes? Nun, er selbst hat entschieden, uns zu verlassen. Unsere Gesetze sind in dieser Angelegenheit eindeutig. Natürlich ist es möglich, dass wir keine Einigkeit erzielen. Aber darüber machen wir uns Gedanken, wenn es soweit ist. Wie steht ihr zu dem Angebot? Wir sprachen bereits darüber und ich habe meine Meinung nicht geändert. Frieden ist eine vernünftige Basis, damit wir in der neuen Welt siedeln können. Der Krieg ist es doch, der uns zur Evakuierung zwingt. Ja, aber warum bekriegen wir uns denn? Das ist ja die andere Frage. Ich bin bereit. Gut, dann informiert Meister Godin und Puko. Wir versammeln uns in der Ratskammer. Natürlich, der Puko, den können wir gleich Bescheid sagen. Es wird eine Ratssitzung einberufen. Custodio hat's schon angekündigt. Wir sprechen über den Frieden. Was ist deine Meinung? Ich bin mir nicht sicher, Meister Maurigato. Bisher standet ihr mir immer mit Rat zur Seite. Du bist natürlich... Du bist gegen Maras Angebot. Natürlich, das habe ich mir schon gedacht. Der gute Puku, vertrauensselig wie immer. Wir werden auf keinen Fall auf Mara hören. Kiste verschlossen. Meister Godin. Wer ist denn dann das da hinten und wie schummrig es hier aussieht? Hallo, Wache. Sieh an, Meister Maurigato. Heute allein? Ja. Such dir etwas Bestimmtes. Ich sehe mich nur mal um. Jederzeit. Hervorragend, dann sehen wir uns auch mal um. Schmerztöter. Der Maurigato kann auch gar nichts, ein uraltes Buch. Alter Scheiß. Ach so, ja, na, dann ist ja gut. Alter Scheiß, komm. Alter Scheiß. Schön. Anleitung zur vollständigen Runenmagie. Alter Mist. Wie? Dieses Buch ist voller nützlicher Informationen. Aber das nützt mir nichts. Ich brauche einen Anhaltspunkt. Nützliche Informationen, die nichts nützen. Auch mal was Neues. Und verschlossene Kisten, verdammt. Neue Grundsätze der Artillerie. Feuerwaffen. So, lauter verschlossene Kisten, die wir nicht öffnen können. Lauter Anleitungen, die uns nichts bringen. Nichts Brauchbares. Aber Tränke. Und ein Dolch in der Bibliothek, wo er auch hingehört. Falls ein Kind mal raschelt mit Papier, wird es sofort weggedolcht. So, dem Godin sagen wir später Bescheid. Wir schauen uns natürlich erstmal um. Was machst du denn, Mädel? Komm mal klar, Cassandra. Ich bin beschäftigt. Natürlich, ich sehe schon mit deinem esoterischen Scheiß. Da ging's aber noch weiter. Alter, ist das düster hier drin. Da will doch keiner arbeiten bei der Atmosphäre. Unser Büro. Sieh an, persönliche Aufzeichnungen von Maurigato. Garcia ist auf dem Weg hierher. Er braucht Koordinaten.
Dasselbe Ziel, das auch Corrientes ansteuert. Mara hat für alles gesorgt. Damit er Zugang erhält, werde ich ihn dem Rat vorstellen. Er wird ein Angebot von Mara überbringen. Egal wie der Rat darauf reagiert, ich bringe Garcia danach ins Archiv. Dort wird er schon finden, was er sucht, und ich werde meinen Lohn bekommen. Na also, ich werde die Seite rausreißen und mitnehmen. Belastender Brief und ins Archiv. Nun gut. Dafür wird sich Carlos vielleicht interessieren für den belastenden Brief. Und jetzt können wir eigentlich die Sitzung dann einberufen. Gleich, erstmal rumgucken natürlich. Das ist also die Ratssitzung hier. Sieht da richtig gemütlich aus einfach. Keine Stühle, kein Tisch. Keine Cola, kein gar nichts. Na gut, dann sagen wir dem dritten Mund nochmal Bescheid. Der musste doch hier unten irgendwo rumsegeln. War das nicht hier? Hallo? Da. Hallo. Hallo, Godin. Wir halten eine Versammlung ab. Um über das Angebot des Piraten abzustimmen? Was hältst du davon? Bisher habe ich mich euch angeschlossen, aber Mara... Dieser Schlange ist nicht zu trauen. Zu viele unserer Schiffe hat sie zerstört. Zu viele Männer haben ihr Leben gelassen. Ich weiß, wir schulden euch viel, Meister Maurigato, aber dieses Mal werde ich euren Rat nicht annehmen. Ich kann in dem Angebot nichts Gutes entdecken. Tja, das ist natürlich sehr schade. Immer diese verschlossenen Kisten überall. Hier sind so viele Kisten, das ist wie so ein Lockmittel einfach. So, komm, wir latschen hier mal kumpelmäßig einfach mal in die Ratsversammlung. Alles easy, Godin, alles easy, komm. Du gehst vor, ich gehe nach, wir sind Homies, alles gut. Und dann sprechen wir uns gegen Mara aus. Die Mitglieder sind versammelt. Ich stelle fest, dass Corrientes nicht anwesend ist. Dennoch bleibt der Rat beschlussfähig. Zur Abstimmung steht das Friedensangebot von Mara, überbracht von Kapitän Garcia. Mara bietet uns Frieden. Keine weiteren Überfälle auf unsere Schiffe, keine Angriffe auf Arborea. Im Gegenzug verlangt sie die Herausgabe aller magischen Artefakte, die sich im Besitz der Inquisition befinden. Wir haben dieses Angebot bereits zur Genüge diskutiert, von daher schreiten wir direkt zur Abstimmung. Beginnen wir. Nach reiflicher Überlegung bin ich zu dem Schluss gekommen, das Angebot anzunehmen. Frieden ist es, was wir benötigen. Die Artefakte zu behalten, bringt uns gar nichts. Die Magie hat uns nur Krieg und Zerstörung gebracht. Deshalb ist es klug, Maras Angebot anzunehmen. Wir können ihr nicht trauen. Warum auf einmal dieser Sinneswandel? Was hat sie mit den Artefakten vor? Ich sage, lehnen wir das Angebot ab und vertrauen wir auf die Protektoren. Nun, ich bin dagegen, denn es ist das Beste für die Bauern. Ich sage... Wir lehnen das Angebot ab. Wir haben alle Stimmen gehört. Jeder hat frei und offen entschieden. Das Ergebnis dieser Versammlung lautet 3-1 Stimmen gegen das Angebot von Mara. Meister Maurigato, ihr überrascht mich. Ihr entscheidet euch gegen den Frieden, obgleich ihr selbst dieses Angebot erst ermöglicht habt. Ich kann nur hoffen, dass ihr eure Entscheidung mit dem Verstand und nicht mit dem Geldbeutel getroffen habt. Dann beende ich hiermit die Versammlung. Das Volk hat entschieden. Wer noch etwas zu sagen hat, mag das jetzt tun. Das Volk hat entschieden. Das Volk hat entschieden. Das Volk hat entschieden. Eine Sache noch. Die Versammlung ist geschlossen. Aber einen weiteren Einwand will ich euch gewähren. Sprecht. Ich trete von meinem Amt zurück, wäre natürlich auch schön. Ich hatte Unkosten. Ich trete von meinem Amt zurück. Aber hab ich richtig gehört? Ja, ich trete von meinem Amt zurück.
Und warum? Einfach so. Ich habe... Ach ja, sehr gut. Ich habe euch alle an Mara verkauft. Ihr Angebot wird uns nichts bringen. Ich wusste es, du verdammter Bastard. Damit lasse ich dich nicht davonkommen. Ich knall dich ab. Gudi, halt. Maurigato, ihr habt uns schwer enttäuscht. Ihr lebt nur noch, weil ihr mit der Abgabe eurer Stimme den Rat vor einer falschen Entscheidung bewahrt habt. Ihr werdet nicht nur von eurem Amt zurücktreten, eure Reichtümer werden euch entzogen. Zur Strafe werdet ihr den Rest eures Lebens in Armut verbringen. Geht jetzt. Verlasst den Rat. Ihr solltet gehen. Aber. Ich kann das alles nicht glauben. Bitte lasst mich in Ruhe. Der Puko ist sowieso der geilste. Ihr solltet gehen. Natürlich. Ich hab dir nichts mehr zu sagen. Geh. So, dann haben wir ja erfolgreich die Mission abgeschlossen und den Adligen in den Ruin gestürzt. Selber schuld. Fetter Mann, selber schuld. Ich sag's ja immer wieder, man muss netter zu den Leuten sein. Dann passiert sowas auch nicht, dass jemand mit Voodoo sich des eigenen Körpers bemächtigt. Wissen die Leute schon Bescheid? Was immer ihr wünscht. Offenbar nicht. So, hallo ihr beiden. Sollte ich das wirklich tun? Wieso? Warum nicht? Ist da jetzt... Habe ich was vergessen? Den Siegel... An den Siegelring komme ich doch eh nicht dran. Dafür habe ich keinen Schlüssel. Was soll ich noch tun? Vielleicht die Beweise selber überbringen? Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, gleich wird es wieder schwarz. Ich habe hier noch was zu erledigen. Und wir haben hier noch was zu erledigen. Gut, dich zu sehen. Ja, ja, immer gern, immer gern. Nein, im Moment ist es schlecht. Natürlich. Wenn's wichtig ist. Eigentlich ja nicht. Eigentlich habe ich keine Ahnung, was ich hier noch machen soll. Was soll ich denn jetzt noch machen als... Huch, Gaganus. Was soll ich denn noch machen als Maurigato? Ich habe ihn doch jetzt schon in Schimpf und Schande gebracht. Da bleibt nicht mehr viel. Gut, dich zu sehen. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich überlege gerade, aber ich weiß echt nicht, was ich noch machen soll. Dafür habe ich keinen Schlüssel. Ist doof, dass man keinen Schlüssel hat. Weil den hat doch jetzt da oben unser alter Ego. Also wir haben ja den Schlüssel, aber er ja nicht. Was ein bisschen blöd ist. Speichern geht auch nicht. Sollte ich das wirklich tun? Was ist passiert? Ich weiß nicht. Mir geht's gar nicht gut. Ich sollte mich ausruhen. Ja, mach mal lieber. Ist, glaube ich, besser. Verschwinde! Ich hab doch ja nichts gemacht, Junge. So, können wir jetzt nochmal rein und die Kisten öffnen? Nee, jetzt ist natürlich alles abgeschlossen. Ich kann dich nicht reinlassen. Es gab heute schon genug Aufregung. Maurigato ist zurückgetreten. Glücklicherweise wird Atsuro seinen Platz im Hohen Rat einnehmen. Nein, Quest abgebrochen, Botengang. Wir kamen aber auch nicht an den Siegelring. Ich weiß nicht, wie ich den Siegelring hätte kriegen sollen. Weil wir jetzt schon mit dem Äffchen den Schlüssel geholt haben, was vielleicht gar nicht so geplant war.
Und dann kommen wir natürlich nicht an die Kiste ran. Wir können es natürlich nochmal probieren, aber schwierig, schwierig, schwierig. Sehr schwierig. Hallo, Carlos! Um Auregato habe ich mich gekümmert. Du warst das? Das gefällt mir. Jetzt hat der Miskal keinen Einfluss mehr. Gut gemacht. Jo, das mit Mara dürfte jetzt auch abgeklärt sein. Aber trotzdem kommen wir nicht an die Kiste ran, glaube ich. Ich speichere mal. Oh. Nee. Zu schwierig. Auch mit Schlüssel ist kein Rankommen. Können wir machen, was wir wollen. Hier ist nichts zu holen. Benimm dich hier. Ja, Schnauze, Opa. So, ich mache mal eine Aufnahmepause gerade wieder. Es wird nämlich draußen wieder hell und ich wollte eigentlich früher schlafen gehen. Was denke ich mir noch immer? Ich bin so lächerlich. So, ich speichere jetzt mal wieder unter unserem alten Let's Play-Spielstand. Wo war denn hier der Molukkenkumpel? Ich dachte, das wäre gefixt mit den vielen Spielständen, aber offenbar. Let's Play Molucke. So. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Aufnahme. Bis gleich. Tschüss.